Vom 29.12. bis zum 30.12.2023 fand echter Plandampf mit der Dampflok 528079 der Leipziger Dampfkultur statt. Und zur Unterstützung kam meine Lieblings-Ludmilla 132088 von Salzland Reels zum Einsatz. Das letzte Mal wurde Braunkohle aus dem Tagebau Proven zum Heizkraftwerk Chemnitz Nord 2 befördert. Das Heizkraftwerk wurde 1981 gebaut und ging 1986 in Betrieb. Der markante Schornstein, auch Lulat, Schorsch oder Buntstift genannt, ist das höchste im Betrieb befindliche in Deutschland und das höchste Bauwerk in Sachsen mit einer Höhe von fast 302 Metern. Ab 2024 wird hier von Braunkohle auf Gas umgestellt. Für die Teilnehmer gab es nochmal die Möglichkeit, die Wagenübergabestelle mit Auftauhalle und dem Bahnbereich zu besichtigen. Da es sich um einen Sicherheitsbereich handelt, gibt es hier normalerweise keinen Zugang. Vielen Dank nochmal an 1 Energie, die uns dies ermöglicht hat. Es wurden jeweils 20 mit Braunkohle beladene Wagen mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 1600 Tonnen einmal über die Ausweichstrecke von Proven über Zeitz, Gera, Ronneburg, Gößnitz, Glaurau nach Chemnitz-Küchwald befördert und am zweiten Tag ging es dann über die Regelstrecke von Proven über Leipzig-Plagwitz, Borna, Geithain, Wittgensdorf zum Heizkraftwerk. Von Küchwald wurde dann ein Leerwagenzug bestehend aus 29 Wagen wieder zurück nach Proven gefahren. Selbst der Leerwagenzug hatte ein Leergewicht von ca. 800 Tonnen und durch den Fahrtwind, der auf die Wagenrückwand drückte, fühlte sich der Zug auch schwerer an, als er war. Beginnen wir nun am Morgen des ersten Tages. Die Sonne ging gerade auf und 132088 befördert den ersten Kohlezug alleine vom Tagebau Proven nach Leipzig-Plagwitz und ab da ging es dann weiter mit Dampf nach Chemnitz. Leipzig-Plagwitz erreicht jetzt mit dem Kohlezug die Blockstelle Zauschwitz. Jetzt befinden wir uns an dem Stellwerk in Reuden und der Zug beschleunigt jetzt weiter in Richtung Zeitz.
Nach einem kurzen Halt im Güterbahnhof Zeitz ging es dann weiter in Richtung Gera. In Heinsburg fand dann noch ein Kreuzungshalt statt. So hielt der Zug vor dem ehemaligen Bahnhofsgebäude und noch dem aktiven Stellwerk. Für 2024 sind erste Bauarbeiten im Bereich Heinsburg geplant. Neue Weichen, die Bahnsteige sollen verschwinden. Also die Situation wird es nicht mehr so lange so geben. In Schgauditz kam dann sogar etwas die Sonne raus, während 52, 80, 79 weiter Richtung Chemnitz stürmt. Jetzt befinden wir uns in Krossen an der Elster und bevor der Zug kommt, erfolgt nochmal ein Blick auf das Schloss. Gut zu erkennen ist schon der restaurierte Bergfried.
Hier befinden wir uns jetzt an der Blockstelle in Kaschwitz. Hier wird jetzt die Weiße Elster bei Bad Köstritz überquert. Der Zug befährt jetzt die Strecke von Gera nach Gößnitz und hier passiert der Zug jetzt die Burg Posterstein. In Gößnitz erfolgt nun die Ausfahrt in Richtung Glauchau.
Einfahrt in den Bahnhof Glaurau. Angekommen in Glaurau ging es für die Loks erstmal in das BW zum Versorgen. Während die 52er mit Wasser versorgt wurde, werfen wir mal einen Blick auf 132.088, eine der wenigen, die noch im kompletten Originalzustand erhalten geblieben sind. Nicht bloß bei der Lackierung, sondern auch beim Motor, Lüftern, Fenster und so weiter. Für diese Fahrt auch wieder mit DR-Beschriftung als 132.088. Die Lok wurde 1974 gebaut und wird also 2024 50 Jahre alt. Dann schauen wir mal Alex über die Schulter, während er das Triebwerk der 528079 abölt und kontrolliert. Währenddessen laufen natürlich einige Kubikmeter Wasser in den Wasserkasten des Tenders. Die Lokmannschaft nutzten die Zeit dann für eine Stärkung, mehr als verdient, während wir das BW-Gelände nun verließen. Danach ging es für beide Loks wieder an den Zug. 132 schiebt ab Glaurau wieder nach, während 528079 als Zuglok agiert. Wir begaben uns in der Zwischenzeit dann nach Niederlungwitz, wo wir den Zug dann erwarteten.
Mit harten Schlägen geht es für 528079 vorbei am Haltepunkt Chemnitz-Küchwald. Als nächstes zieht 132088 den Zug dann in die Abstellung.
Dann heißt es für beide Maschinen an den Leerzug umsetzen. Jetzt verlässt der Leerwagenzug Chemnitz-Küchwald in Richtung Profen.
Ausfahrt aus Bonna nach einem kurzen Halt. Natürlich musste genau in dem Moment durch die S-Bahn kommen, aber gut, war nicht zu ändern, war Gott sei Dank schnell vorbei und dann kann man die Ausfahrt genießen. Die letzte Aufnahme des ersten Tages entstand jetzt in Knauthain. Im Plagwitz hatte 52/80/79 den Zug verlassen und ist ins BW gefahren und 132/088 bringt den Leerwagenzug jetzt alleine nach Proven. So, nun haben wir Tag 2 von der letzten Kohle für Küchwald. Heute geht es über die Regelstrecke. Im ersten Tageslicht erwarte ich den Zug jetzt am ehemaligen Haltepunkt Markleeberg West.
Nun befinden wir uns an der Ausfahrt von Borna und haben einen Blick auf das schöne Stellwerk. Über die Gärten konnte man es schon weiten hören und später auch sehen, wie sich der Zug über das schöne Viadukt nach Gaithein kämpft. Jetzt gibt es ordentlich Dampflok-Sound auf die Ohren bei der Ausfahrt aus Gaithein auf der Steigung nach Narsdorf. Im Hintergrund der schöne Stadtblick.
Jetzt sind wir am schönen Göhrener Viadukt. Das hat schon was Magisches, vor allen Dingen, wenn die Sonne sich blicken lässt. Diesmal mit Blick auf die alte Muldentalbahn. Auch das Bache-Bachmühlen-Viadukt bei Chemnitz-Brunner ist schön anzusehen, auch nach der Verbreiterung des Durchlasses für die Autobahn A4. Somit konnte es zumindest im oberen Bereich historisch erhalten bleiben und musste keinen Neubau weichen. Ich finde dies eine gelungene Lösung. Der Zug kullert jetzt von Wittgensdorf herunter. In Kürze erreicht der Zug dann das Heizkraftwerk in Chemnitz-Küchwald. Jetzt befinden wir uns wieder am Stellwerk Küchwald B1 im Bahngelände des Heizkraftwerkes. Mal schauen, was die Zukunft für diese Bahnanlagen so bringt. Vielleicht findet sich ja eine sinnvolle Nachnutzung dafür und es kann erhalten bleiben. In der Zwischenzeit hat sich 132.088 bereits wieder vor den Leerzug gesetzt und führt die Bremsprobe durch. Am anderen Ende des Zuges koppelt dann 52.80.79 nach dem Wassernehmen an und dann geht es in Kürze los und es wird der Leerzug dann nach Proven transportiert. Ja, dann werfen wir auch nochmal einen Blick auf den langen Ludatsch. Mal sehen, ob der so erhalten bleibt. Ist ja so ein bisschen wie ein Wahrzeichen von Chemnitz, auch wenn er nicht mehr gebraucht wird. Mal schauen, was da draus wird. Aber jetzt geht's gleich los mit dem Leerzug ab Küchwald.
So, jetzt sind wir bereits schon wieder am dem Gartenviadukt in Geithain. Um das Tageslicht ausnutzen zu können, gab es nochmal ein Pendel zurück bis nach Kossen über das Görner Viadukt, sodass noch ein paar mehr Fotostellen erreichbar waren. Nun befinden wir uns wieder am Görner Viadukt, diesmal von der Straßenbrücke aus mit Blick auf die Wehranlagen und auf die Mulde. Jetzt ist der Zug auf der Rückfahrt nach Profen bei der Ausfahrt aus Göhren mit Blick auf die Kirche in Göhren. In Frohburg erfolgt da nochmal ein Kreuzungshalt und ja, es, wie man sieht, ist dunkel geworden mittlerweile. Ist eher was für die Ohren als für die Augen. Dort habe ich ein bisschen Licht mit dem Auto gemacht, dass man wenigstens etwas sieht.
Im Güterbahnhof Leipzig-Plagwitz verließ 132.088 den Zug und 52.8079 übernahm jetzt die Aufgabe, den Leerzug alleine nach Profen zu transportieren. Wie man hört, wird in Leipzig im Hintergrund schon fleißig Silvester gefeiert, auch wenn es erst der 30. ist. Also es war schon ordentlich Böllerei und Raketen zu hören und zu sehen. In Knauthain erfolgt jetzt nochmal ein längerer Halt. So gab es nochmal die Möglichkeit, den Zug zu überholen und sich davor zu setzen. So konnte ich als letzte Aufnahme des Tages nochmal die Ausfahrt aus dem Bahnhof Knauthain dokumentieren, bevor die 52.8079 die Wagen jetzt im Profen abstellt und dann alleine zurückkehrt in ihr BW. Hast du keine? Ja. Komm. Ja.
So, das war jetzt mein Film über den letzten Plandampf, der Kohle von Profen nach Küchwald gebracht hat. Ich hoffe mal, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich. Ciao.